Vater im Himmel, wir preisen deinen Namen und wollen stets deinen Willen tun. Gib uns Licht und Kraft dafür. Und falls wir von unserem Weg abweichen, schenke uns deine Vergebung und führe uns zurück zu dir. Mein Gott, heute feiern wir das Fest der unschuldigen Kinder. Sie erinnern mich an all die unschuldigen Kinder, denen das Leben in unserer Zeit verweigert wird. Ich bitte dich für alle Mütter, die sich gerade in einem Konflikt aufgrund des kommenden Kindes befinden. Ich bitte dich auch für jene Mütter, die sich schon mal in ihrem Leben gegen ihr Kind entschieden haben. Und ich bitte dich auch für die Mütter, die im Gegenteil das Leben ihrer Kinder umarmt haben und diese gerade großziehen. Hilf ihnen allen, denn durch sie bringst du neues Leben auf diese Welt. Dass sie bewusst von der Bedeutung dieser himmlischen und wunderschönen Aufgabe sind. Heute nach diesem Gebet führen wir fort mit einer Situation, die häufig vorkommt, wenn ich jemanden kennenlerne. Denn gut, nach der ersten Vorstellung, viele fragen mich, woher ich komme. Die anderen sagen mir direkt, buenos días oder una cerveza, por favor. Und sie liegen tatsächlich richtig. Ich komme aus Spanien. Ich bin gerade sogar in Spanien und werde nachher wahrscheinlich auch eine kalte Cerveza genießen. Aber meine Herkunft hat einen weiteren Vorteil, außer jetzt Sonne und kalte Getränke. Und zwar, dass ich die Gelegenheit hatte, meinen Glauben in zwei verschiedene Länder zu leben. Und das ist eine sehr bereichernde Erfahrung. Viele von euch werden das kennen. Es ist wirklich schön zu sehen, wie universell, wie katholisch unsere Kirche ist. Überall auf der Welt findet man die gleichen Riten, Zeichen und Gebete, die gleiche Lehre und den gleichen Glauben. Wenn man durch die Welt reist und darauf achtet, man realisiert, wie echt die Einheit der Kirche ist. Du könntest jetzt nach Argentinien reisen und da die Messe besuchen. Und vielleicht verstehst du kein Wort von dem, was sie sagen. Ich meine, ich selbst spreche Spanisch und muss auch zugeben, die Argentinier sprechen schon ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, ein bisschen anders. Aber gut, davon abgesehen, vielleicht checkst du sprachlich gar nichts, aber wenn du Ahnung von der Messe und ihren Ablauf hast, wirst du kein Problem haben, die Messe zu folgen und mitzufeiern. Das finde ich erstaunlich und wunderschön. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es auch so im Laufe der Geschichte gewesen ist. Ich meine, jetzt mit Internet und der Globalisierung verschwinden oder verblasen ein bisschen die Unterschiede zwischen Kulturen. Aber stell dir vor, wie es vor 300 Jahren gewesen wäre. Otto fährt mit dem Schiff nach Argentinien. Er spricht aber keine Spanisch. Natürlich ist er dann completely lost in so einer fremden Umgebung. Aber dann geht er zur Kirche. Und da stellt er fest, hey, das kenne ich. Das ist doch meine Messe. Das ist mein Glaube. Das ist mein Zuhause. Äußerst beeindruckend. Ich will aber auch über die andere Seite der Münze reden. Und zwar, dass trotz dieser universell gemeinsamen Basis die Kirche lässt zugleich so viel freien Raum für den Ausdruck des Glaubens und der Liebe zu Gott, dass jeder Mensch, jede Kultur und jede Nation kann das Ausleben des Glaubens an ihre eigene Art anpassen. Wenn du zum Beispiel jetzt die Messe im Kölner Dom besuchst und du gehst danach zur Messe in einem Dorf in der Nähe von Kampala, sie feiern das Gleiche. Der Kern bleibt unverändert. Aber die Formen sind komplett anders, weil die Menschen komplett anders sind.
Die einen werden vielleicht emotionell geprägter. Andere legen mehr Wert auf Ruhe und Tiefe. Einige sind spontaner in den Umgang mit Gott. Und andere suchen dabei mehr Regelmäßigkeit. Viele beten lieber in der Stille. Und andere preisen Gott mit Sang und Tanz. Und ich finde, das macht es noch schöner. Die Vielfalt in der Einheit. Und wir Christen, wie anders wir sein mögen, wir sind alle verbunden. Wir sind seit dem Moment unserer Taufe Teil dieser wunderbaren Familie, die von Christus als Kirche bezeichnet und gegründet wurde. Wir sind alle Kinder unseres himmlischen Vaters. Wir sind alle Geschwister von Christus, unserem Herrn. Und wir sind alle Tempel des Heiligen Geistes. Diese Bindungen mögen unsichtbar sein, aber sie sind unheimlich stark. Lasst uns diese Verbundenheit wahrnehmen und spüren. Und dementsprechend auch füreinander beten und immer da sein, wenn mein Bruder oder meine Schwester im Glauben mich braucht. Jesus hat uns das im letzten Abendmahl gesagt. Ich lese aus dem Evangelium nach Johannes. Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Und das Verrückte daran ist, dass diese Verbundenheit beschränkt sich jetzt nicht nur auf unsere christlichen Freunde oder die Leute von unserer Pfarrei. Es bleibt auch nicht bei unserem Bischof und alle Christen in unserer Diözese. Und es geht sogar über alle Christen der Welt hinaus. Wir sind verbunden mit allen Christen aller Zeiten. Bahnbrechend. Die Kirche besteht zu einem Teil aus allen Christen der Gegenwart. Ja, das nennt man die streitende Kirche. Und das sind wir. Sie besteht aber auch aus allen Heiligen, die im Himmel sind und Gott bereits anschauen. Die triumphierende Kirche. Und zuletzt gibt es auch natürlich die leidende Kirche oder auch hoffende Kirche genannt. Das sind die armen Seelen im Fegefeuer. Wir sind alle eine Kirche, eine Ekklesia. Diese Verbindung mit Christen anderer Zeiten wird ganz klar, wenn wir zum Beispiel die Feste von sehr alten Heiligen feiern. Hätten sie ihren Glauben nicht auf heilige Weise gelebt oder hätten sie nicht das gelehrt, was wir von ihnen erhalten haben, könnten wir heute unseren Glauben vielleicht nicht so leben, wie wir es tun. Oder zum Beispiel andere Momente, an denen diese zeitlose Verbundenheit sich sehen lässt, ist, wenn wir unsere Anliegen einem Heiligen anvertrauen. Sehr populär ist zum Beispiel der heilige Antonius von Padua, bekannt als der Heilige, der Verlorenes wiederfindet. Ich kann übrigens seine Fürsprache nur weiterempfehlen, schon ganz hilfreich. Und ja, so die Kirche ist katholisch, also universell. Und die Kirche ist eine. Und eins kannst du ganz klar haben. In dieser Kirche, you will never pray alone. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.